Hallo Freunde und willkommen. Eine kleine Ansprache vorweg. Und zwar geht es um das 200. Video. Ja, es geht darum, ich habe leider nicht viel Zeit, um ja, ein längeres Video aufzunehmen. Und daher werden wir die Berechnung, die ich eigentlich für die 200. Folge machen wollte, mit den Donut Hunters, also das Team berechnen, komplett werden wir verschieben auf eine andere Folge, wenn ich wieder etwas mehr Zeit habe. Und diese Folge wird eine ganz normale Folge. Und nicht wundern, dass ich hier ein anderes Set anhabe. Das Ganze werde ich auch noch jetzt im Nachhinein in der Folge erläutern, warum das Ganze so ist. Und würde sagen, ich wünsche euch viel Spaß jetzt mit der nächsten Folge. Die 200. Folge, genießt sie, habt Spaß und viel Spaß beim Zuschauen. Bis dann. Hallo Freunde und willkommen zurück zu einer neuen Folge hier in Hero Zero. Und ja, wie ihr schon sehen könnt, hier mal was ganz Neues und zwar Valors Balldilemma. Ja, was ist das Ganze und was hat es damit auf sich? Werde ich direkt einmal euch zeigen oder eher gesagt euch erklären für diejenigen, die noch nicht davon gehört haben oder es noch nicht gesehen haben. Ja. Dies Ganze hier ist ein Wochenturnier, was zum 1. oder 2. April, war es am 2. oder am 3. April, auf jeden Fall nach Ostern rauskam. Nein, 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 am 2. April kam es. Wir haben jetzt den 3. Ne, wir haben jetzt, ja, jetzt bin ich durcheinander. Na, ist auch egal. Auf jeden Fall ist es am 1. oder 2. April auf jeden Fall rausgekommen. Und ja, das Ganze hier ist ein Wochenturnier und direkt nach Ostern fand ich sehr, sehr toll. Hier gibt es ja, solche Bälle, wie ihr schon seht, die müssen gefunden werden. Und das war auch schon bisher sehr spektakulär und sehr interessant und sehr lustig, muss ich sagen. Denn diese zwei Bälle, die waren nicht ganz ohne. Naja, gut, der erste war eigentlich relativ leicht zu finden. Den gab es hier rechts oben neben den Münzen zu finden. Und der zweite, ja, da haben wir alle ein bisschen gegrübelt. Aber die gute Nikiata hat uns dann auch noch weitergeholfen hier aus dem Team. Hier diese gute Nikiata hier. Ja, die hat dann noch den Ball gefunden, den zweiten, den ich heute Morgen, ich war total blind auf den Augen und habe den einfach nicht gefunden. Ja, ich werde mal spoilern oder ihr wisst ja alle schon, wo er gewesen ist. Und zwar war der hier im Donut Shop auf der Nase von diesem Mädel hier. Fand ich sehr lustig auf jeden Fall. Sehr einfallsreich gemacht auf jeden Fall. Finde ich sehr super. Ja, das Ganze hier, man kann jeden Tag so ein Objekt finden, so ein Ball, der ist irgendwo hier versteckt, überall im ganzen Spiel, da muss man dann halt gucken und dafür gibt es dann halt auch ja Belohnungen. 5 Tage geht das Ganze noch und 2 Stunden und da kann man hier 10 Fähigkeitspunkte habe ich mittlerweile schon erspielt, also die würde ich als Belohnung bekommen. Jetzt noch mal 2 Bälle finden, gibt es 5 Donuts und zum Schluss gibt es den Begleiter Valo. Hört sich sehr gut an, kenne ich noch nicht und würde ich auch gerne haben. Und ich bin gespannt, ob wir die auch weiterhin alle finden oder ob ich die alle finde, die Bälle und mein Team natürlich auch. Ich wünsche es jedem und hoffe, dass es jeder mitnehmen kann. Und wenn was gefunden wird, werde ich natürlich auch spoilern. Habe ich auch extra im Team gefragt, ob ich spoilern darf. Und ja, alle haben natürlich geschrieben, natürlich, warum nicht? Jeder möchte das gerne haben und finden. Und wer sagt denn da nein? Wenn jetzt einer das Objekt nicht findet, dann ist er froh, dass da was gespoilert wurde und er das dann auch findet. Joa, so wie dazu. Ich finde es sehr toll, so ein Wochenturnier, muss ich sagen, persönlich. Sollte es öfter geben. Ich weiß nicht, ob das jetzt nur einmalig ist oder ob das öfter mal kommt. Kann ich nichts drüber sagen. Vielleicht wisst ihr da mehr drüber und könnt mir da etwas zu sagen. Vielleicht, ja, kann ja sein, dass es öfter mal irgendwie kommt, dass man da so ein paar schöne Sachen gewinnt oder ob es jetzt wirklich nur nach Ostern so ja, so ein Special Event jetzt ist oder wie. Ich weiß es nicht. Wie gesagt, ich lasse mich dabei überraschen. So, dann hat sich einiges getan an meinem Gesamtbild. ja, das Ganze so, ich habe jetzt mal das moderne Heldenset angezogen, weil ich wollte einfach mal sehen, wie mir das so steht und wie es ausschaut. Ich finde es sehr, sehr gut. Hier ist natürlich auch schon eine Modifikation drin eingebaut, hattet ihr auch gesehen. Das hatten wir, glaube ich, mal zusammen modifiziert. Kann das sein in irgendeinem Video?
Wir haben so einiges modifiziert, aber ich weiß nicht mehr genau, ich kann mich nicht an alles erinnern. Ja, das ganze Set hier mal angelegt und schade, dass es nicht hier auch mal so ein Set gibt, so zum Beispiel so ein Gadget- und Waffenset irgendwie, so ein Dreier-Set noch. Das wäre auch mal was Nices, wenn man hier noch mal was sammeln könnte und hier so ein ganzes Set hätte und dann hier noch mal so ein Set hätte, so ein Zweier- oder Dreier-Set. Aber schade, da sowas habe ich noch nicht gesehen. Wäre natürlich auch mal eine nice Idee. Ja, wie gesagt, das Gesamtbild meiner States hat sich ein bisschen verändert hier. 16, 16, 15, 1000, 15 und 1500. Ja, die Kraft geht ein bisschen weit runter bei diesem generischen modernen Heldenset, aber das macht nichts. Ein paar PvPs habe ich schon verloren gegen Leute, die ich sonst gewonnen habe. Ist aber auch nicht so schlimm, weil die haben alle wirklich sehr viel Kraft. Man sieht es schon hier. Hätte ich normalerweise locker umgehauen, aber da hat er jetzt mehr. Aber es ist auch nicht so schlimm. Mir ist auch egal, ob ich gewinne oder verliere. Mir geht es gar nicht so um Ehre. So hundertprozentig. Mir geht es eigentlich mehr um die Münzen, die ich dann immer dabei rausschöffle. Warum ich das Ganze jetzt gemacht habe, ist so einfach nur mal zum Spaß, zum Posen. Und zwar so, dass, ja, dass man sieht, hey, ich habe dieses Set hier und ich trage es mit Würde und möchte es auch gerne anderen präsentieren und zeigen und dass die sehen, oh ja, schön, der hat ja das ganze Set, ja, sieht ja nice aus. Warum nicht, ne? Kann man sich ja mal kurz angucken und ja, dann hat man auch schon wieder weggeklickt. Und ja, ich möchte so jede Woche habe ich mir gedacht, mal ein anderes Set anziehen. Hier habe ich jetzt sortiert, hier habe ich das ganze Champion Liga Set. Können wir dann nächste Woche mal anziehen und ausprobieren. Dann hier noch das ganze generische Heldenset. Ja, hier bin ich noch am Sammeln, am Physisches. Da fehlt noch ein bisschen was. Dann haben wir hier noch mal das komplette ultimative Power Set. Das ist auch schon voll. Hier fehlt auch noch ein Teil bei den Klischeehaften und hier bei dem super starken Superhero Liga fehlt auch noch ein Teil. Naja, dann habe ich auch hier die vierte Seite freigeschaltet. Ihr habt es, glaube ich, schon mitbekommen oder nicht. Ich weiß es nicht. Da habe ich jetzt noch mal das St. Patrick's Day Outfit reingepackt. Hier fehlt natürlich auch noch der Gürtel, den ich mir beim nächsten St. Patrick's Day dann auch noch mal irgendwann zulegen muss, sollte. Ja, und hier habe ich noch so ein paar andere Rüstungsteile, wobei ich mir jetzt noch nicht so sicher. Plus 10. Minus 20. Der war schlechter auf jeden Fall. Dachte ich mir, dass ich den vielleicht verkaufe, weil den brauche ich dann auch eigentlich nicht mehr wirklich. Ja, er hat halt einen goldenen Rahmen, ne? Deswegen fand ich ihn so toll und habe ihn nochmal aufgehoben. Der macht ziemlich viel Plus, aber ja, möchte ich eigentlich auch nicht. Möchte ich eigentlich auch nicht haben. Es geht mir nicht ums Plus, mir geht es einfach darum, ums schöne Aussehen. Aber man muss sagen, eigentlich sollte ich den lieber behalten. Wäre, glaube ich, sinnvoller als der. Ja, eindeutig. Werden wir mal umtauschen, ne? So, den dahin. Dann können wir den verkaufen. Und dann habe ich hier noch eine Modifikation bekommen. Da müssen wir mal gucken, wo wir die anbringen können. Auf jeden Fall an irgendeinem Set-Teil. Das werden wir mal gucken. Können wir auch hier an diesem Set-Teil hier irgendwo mit Modifikationsplatz noch mit einbringen. Dann kann ich da wieder was Schönes sammeln und gucken. So. Wir nehmen das mal kurz mit hier. Meine Energie ist auch verspielt für heute. Hab da noch ein bisschen Trainingseinheiten. Na, eine Trainingseinheit. Hey. Und so, was wollte ich jetzt machen? Ja, könnte ich jetzt auch für die Verkaufskon aufheben und sammeln, aber nö, warum sollte ich? Für die Verkaufskon, wenn die kommt, dann räume ich den Laden hier aus und hau meine Sondereinsätze aus ein oder hau meine Sondereinsätze durch, so wollte ich sagen, und dann ist Feierabend. Dann habe ich genug Punkte gesammelt. Joa, so wie dazu.
Ja, komm, der kommt jetzt auch weg. Ja, mittlerweile auch schon wieder hier fast 8 Millionen gesammelt, ne? Es geht auf jeden Fall schnell voran mit den Münzen. Kaum waren sie alle ausgegeben, habe ich auch schon wieder meine fast erste 10 Millionen zusammen. Ja, hier im Heldenversteck hat sich nicht viel geändert, außer dass ich momentan jetzt einen Arbeitsroboter hier genommen habe für den Generatorrauben. Der wird aufgestuft noch auf eine Stufe höher. Ich glaube, auf Stufe 20 wird er jetzt aufgestuft, ne? Ja, doch auf Stufe 20. Dauert noch 6 Tage und dann gibt es wieder ein bisschen mehr Prozent hier für die Münzausbeute. Hier noch 2 Tage der Platzausbau. Gucken wir mal, was wir dann wieder für einen Raum dahinsetzen können. Und ansonsten kommen die nächsten Ausbauten hier auf jeden Fall auch noch mit dazu. So, und jetzt möchte ich noch modifizieren. Was wollen wir modifizieren? Gute Frage. Am meisten habe ich immer gesehen, dass meistens eigentlich immer den will ich modifizieren. Ja, wunderbar. Der hat jetzt hier ein Loch. Wunderbar. Meistens habe ich immer gesehen beim Herstellen von diesen Modifikationen, dass meistens was für einen Anzug kam. Deswegen dachte ich, ich mache jetzt hier einen Slot rein und baue dann da irgendwann, wenn ich ein Epic kriege, was nicht besser ist für, also was sowieso jetzt keine Hauptrüstung mehr habe, weil ich jetzt immer switchen werde, immer mal die Rüstung anziehen werde, einfach so zum Posen und so, weil ich einfach Bock zu habe und Spaß dran habe. Und daher dann so ein bisschen hier und da überall alles so ein bisschen um und an und rein und zubaue und mal gucken, wie was so kommt. Und da kann es dann auch sein, wenn wir das ein oder andere Set dann hier anlegen, wie zum Beispiel dieses, ja, war es das Set hier oder war es ein anderes? Ne, ich glaube, es war, es war das, ultimative Power Set. Wenn ich das anlegen würde, dann hätte ich, glaube ich, sehr, sehr viel Kraft. Sehr, sehr, wirklich sehr, sehr viel Kraft. Werden wir dann früher oder später, denke ich mal, sehen, was bei rauskommt. Kann ich jetzt noch gar nichts groß zu sagen, weil ich es nicht ausprobiert habe und auch nicht mehr angeguckt habe. Ja, ich bin gespannt hier, wie das hier weitergehen wird, wo morgen der nächste Ball zu finden ist. Und ja. Bis dahin würde ich sagen, wäre es das eigentlich erstmal wieder für dieses Video. Ich hoffe, ich konnte euch alles ein bisschen näher bringen mit diesem Wochenturnier. Und ja, ich hoffe es euch, dass es auch gefallen hat. Und dann würde ich sagen, macht es erstmal wieder gut und bis zum nächsten Mal.